Hallo und herzlich willkommen zu Susannes 5-Minuten-Talk. Hier erfahren Sie Interessantes, Aktuelles und Skurriles rund ums Thema Gesundheit. Heute 3 Wahrheiten über Gesundheit, die kaum jemand kennt, aber die alle betreffen. Ich habe neulich beim Recherchieren im Internet diesen Artikel gefunden. So ungesund lebten die Deutschen im Jahr 2013. Jetzt mal ganz ehrlich, wollen wir das eigentlich wirklich wissen? Hier erfahren Sie alles über die Sünden der Deutschen. Wir haben uns zu wenig bewegt, zu viel Süßes und Fettiges gegessen, wir haben zu viel Stress, wir essen zu wenig Obst und Gemüse und wir trinken zu viel Alkohol. Und mal ganz, ganz ehrlich, geht Ihnen das nicht auch total auf den Geist, dass immer diese Moral da so mitschwingt? Wir haben gesündigt. Oder fragen Sie sich doch mal, wie viele Gesundheitslaster tragen Sie mit sich herum? Oder gehören Sie vielleicht auch zu den Menschen, die immer mit ihrem inneren Schweinehund kämpfen müssen und ständig ein schlechtes Gewissen haben? Ich frage mich manchmal, hat gesündigt haben eigentlich was mit Gesundheit zu tun? Ganz ehrlich, die gute Nachricht ist, die Gesundheitsapostel sterben aus. Immer mehr Studien beweisen, diese ganze Moralisierung von Gesundheit und schlechtes Gewissen machen, die bringt nichts, die macht keinen Spaß und die macht uns auch gar nicht gesund. Denn Menschen, die zum Beispiel ganz viele Diäten machen, die ständig zu und wieder abnehmen, leben eher kürzer als länger. Und dieser ganze Leistungssport und dieser ganze Druck, den man sich aussetzt, immer sich wieder bewegen zu müssen, das macht im Endeffekt auch mehr Stress, als dass es hilft. Das heißt, immer mehr Menschen sind auf der richtigen Welle in Richtung mehr Glück, mehr Spaß, mehr Entspannung. Das Motto ist mehr gönnen statt rennen. Was dazu auch sehr gut in dieses Bild passt, ist der zweite Trend oder die zweite Wahrheit, nämlich Beziehungen und Sex. Das sind ganz, ganz wesentliche Gesundheitsfaktoren. Wie schaut es denn da bei Ihnen aus? Kaum jemand redet nämlich darüber. Wenn es um Gesundheit geht, dann sagt man immer, okay, Ernährung, Bewegung, Entspannung, aber wie schaut es denn aus mit Sex? Ich frage Sie mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie erfüllt ist Ihr Sexleben? Sind Sie eher so bei 1 bis 3? Oder vielleicht, naja, gut so, ganz guter Durchschnitt. Oder sagen Sie, jawohl, 8 oder 9 oder gar eine 10. Sex hat einen riesengroßen Einfluss auf die Gesundheit. Das weiß jeder, der schon mal richtig guten Sex hatte. Danach fühlt man sich gut. Es werden lauter Glückshormone ausgeschüttet und man hat auch gar nicht mehr so viel Hunger. Gleichzeitig hat man viele Kalorien verbraucht. Die interessantere Frage ist eher, wie ehrlich haben Sie die Frage oben beantwortet? Die meisten Menschen sind da nämlich, glaube ich, gar nicht so ehrlich zu sich selber. Thema Beziehungen. Auch da eine wichtige Frage. Gibt Ihnen die Beziehung zu Ihrem Lebenspartner jeden Tag Power? Oder kostet sie jeden Tag Power? Wenn Sie morgens aufstehen und dann in die Arbeit gehen, haben Sie sich schon gestritten mit dem Partner? Oder haben Sie das Gefühl, wow, ich kriege Rückenwind, mir geht es gut? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Gesundheitsfaktor, ja, über den fast niemand redet, bei dem aber jeder genau weiß, das spielt eine große Rolle. Auch Menschen, die keine Beziehung haben, dieses ganze Thema, gibt ihnen das Power? Sind sie damit zufrieden und glücklich? Oder sind sie auf der Suche und unzufrieden? Wichtiger Gesundheitsfaktor. Man kann sich das mal fragen, wie viel Prozent der gesamten Tagesenergie, die Ihnen morgens zur Verfügung steht, werden von dem Thema Partnerschaft beeinflusst? Positiv oder negativ? Und damit komme ich gleich zum dritten Trend oder auch zu der dritten Wahrheit, nämlich Gesundheit wird in Zukunft immer mehr eine Frage von Lebensenergie. Das hat das Zukunftsinstitut erst kürzlich herausgefunden, in einer ganz aktuellen Studie herausgegeben, der Healthiness-Studie. Gesundheit bezieht nicht mehr nur alleine den individuellen Menschen mit ein, wie er sich bewegt oder wie er sich ernährt, sondern auch sein Umfeld. Das heißt, die Beziehungen, nicht nur zum Partner, sondern auch zum Beispiel zu den Freunden. Ihre Freunde geben Ihnen die Energie oder kosten die Energie? Ihr Job, gibt der Energie oder kostet der Energie? Ein hochinteressantes Thema, auf das ich in Zukunft noch öfter zurückkommen werde. Fragen Sie sich doch einfach mal jetzt in diesem Moment, wie hoch ist aktuell Ihre Lebensenergie? Wenn es unter 50% ist, sollten wir uns dringend unterhalten. Wenn es über 50% sind, freue ich mich trotzdem, wenn wir uns auch unterhalten. Ich freue mich über E-Mails, Anrufe, Anfragen und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen, gesunden Tag und demnächst auf diesem Kanal mehr. Herzlichen Dank!